Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten ein kleines technisches Problem. Wir haben aber gesagt, wir starten jetzt einfach, um nicht euch die Zeit zu stehlen. Ja, wir haben ja heute wieder unsere Friederike wieder mit einem unglaublich guten Thema, glaube ich. Und zwar geht es um Uwe. Ja, nee, Spaß beiseite. Also Unique Workplace Experience. Wir haben uns da so ein bisschen an das Thema rangetastet. Wir hatten ja schon einige Veranstaltungen und zum Thema Beziehungsmanagement und. Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfindung. Also es ist gerade irgendwie ein sehr, sehr heißes Thema. Und ja, dann hat die Friederike sich bereit erklärt, doch einfach auch mal zu zeigen und darüber zu sprechen. Ja, was kann man denn überhaupt, was kann man überhaupt machen und was ist so wirklich auch so was sind so Handlungsempfehlungen, was sind so Best Practice, ja? Frederike, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder da bist und deine Bühne. Meine Bühne, genau, ich muss mal eben freigeben hier. So ist das mit der Bühne. So, das müsste eigentlich schon ganz gut gehen. Jetzt muss ich eben gucken hier. Ja, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. So, ich mache mal eben meine Fotos hier weg. So, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden hier, aus irgendwelchen Gründen. Mal eben gucken, geht das hier weiter? Ja, es funktioniert, scheint zu funktionieren. Eine Sekunde, mache das mal auf 98 hier. So. So, das ist ein bisschen besser. So, ja, ich freue mich über das Interesse, online oder offline später, muss man noch mal sehen. Beziehungsmanagement. Also ich selber komme aus der sozialwissenschaftlichen Zukunftsforschung. Vielleicht ganz kurz für die, die das Thema noch nicht so kennen. Wir hatten in einer der letzten Sitzungen uns schon mal beschäftigt mit Beziehungsmanagement. Bei mir als Zukunftsforscherin immer in Anführungszeichen gesetzt, weil man Beziehungen natürlich in dem Sinne nicht managen kann. Das wird heute hier ein wichtiges Thema sein. Ich will von dem Instrumentalismus der BWLer etwas weg. Ja, das ist für klassische BWLer vielleicht ein bisschen heißer Tobak hier oder harter Tobak. Aber ich möchte heute gerne ein bisschen etwas nachholen von dem, was wir beim letzten Mal sicherlich ein bisschen zu kurz haben kommen lassen, nämlich das Thema Beispiele. Ja, was gibt es denn für Best Practices, für Benchmark, sagen wir immer gerne in der BWL, von vorbildhaften Unternehmen? Einige sprechen von Musterbrechern, also so groß ist es jetzt gar nicht gemeint, aber was kann man tun, um Beziehung und Bindung in Unternehmen zu erhöhen? Der Rahmen ist natürlich, muss ich nicht großartig erläutern, das Thema Fachkräftemangel. Oder Kräftemangel, sind ja nicht nur Fachkräfte, sondern einfach Menschen, die fehlen in sehr vielen Unternehmen und das Thema Bindung. Also nicht nur Recruiting, das heißt, wie komme ich an Leute dran, sondern auch das Thema, wie halte ich die und wie binde ich die. Ganz kurz hier, ärgert mich hier irgendwie, warum kann man das eigentlich nicht einstellen? So, ganz kurz hier nochmal zum Hintergrund, warum ich über das Thema spreche. Mit meinem Mann zusammen haben wir gerade ein neues Buch veröffentlicht. Da geht es um kollektive Glaubenssätze. Hat hier nichts mit Kirche und klassischer Religion zu tun, sondern mit einer Gesellschaft, die hier gerade droht, auseinanderzufallen. Wir haben viele Spaltungen, Risse, Polarisierungen in allen westlichen Gesellschaften. Ihr kennt das von Schweden und von anderen Ländern. Die Rechten kommen gerade hoch und so weiter. Das heißt, was ist eigentlich mit unserem demokratischen Konsens hier? Wir sind beide Politologen. Wir haben ein sozialwissenschaftliches und gesellschaftspolitisches Interesse daran, an diesen Fragen. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Echsengläubigen, mit den Privatreligionen, die da hochkommen? Auch die Amerikaner haben Privatreligionen. Da geht es dann um die Singularisten, um die Transhumanisten, um KIs, die angeblich auch so menschlich werden sollen und. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser gesamten Thematik. Und ich möchte hier heute einen Aspekt daraus greifen, der eines der Motive war, warum wir das Buch überhaupt geschrieben haben. Weil wenn man von dem lieben Gott mal mehr auf diese Erde schaut, das ist nicht unser religiöser Frame, viele kollektive Glaubenssätze hängen am Ideal, an der Vollkommenheit. Ja? Gott ist vollkommen, wir aber leider nicht. Und dieser Bezugsrahmen durchzieht alle gesellschaftlichen Bereiche, auch die Ökonomie.
Ja, denkt an KPIs oder smarte Ziele, was wir für ein Theater betreiben, um Ziele überhaupt zu kalibrieren. Das hat was mit dieser Vollkommenheitsorientierung zu tun. Und wir gucken uns hier heute mal an, was, wenn man das ein bisschen rückabwickelt, im Sinne von, wir gucken jetzt mal auf diese Erde. Unser Motiv für das Buch war Ökologie. Was kommt denn dann dabei raus im Sinne von, wie gehen wir hier miteinander um? Und dann ist man sofort beim Thema Bindung und Beziehung. Das ist sozusagen der organische, natürliche Ausfluss dieser Thematik. Darum geht es hier in der ökonomischen Dimension und das will ich hier heute mal sehr praktisch spiegeln. Der Hintergrund, warum wir da auch so stark drüber reden, ist natürlich, dass wir hier in einer Störfallwirtschaft gelandet sind. Das ist nicht nur Pandemie, sondern Krieg und Energiekrise und so weiter. Wir haben ja hier eine Stapelkrise unterwegs. Und vor der Störfallwirtschaft haben wir uns über diese Dinge jetzt nicht so intensiv Gedanken gemacht. Natürlich gab es auch vorher schon Fachkräftemangel und Arbeitnehmermärkte, das ist ja nicht neu. Aber die Pandemie, denkt an die Gastronomie oder so, hat einigen Branchen ja dann nochmal richtig einen Schlag ins Kontor beschert, weil viele sich überlegt haben, will ich in der Branche überhaupt arbeiten? Pflegekräfte, es gibt viele Pflegekräfte, die sich überlegen, ganz rauszugehen, ja, mal gucken, wie sich die ganze Situation in den Krankenhäusern und Einrichtungen überhaupt entwickelt. Also wir sind bisher sehr messungsorientiert, empirisch unterwegs, was ja erstmal gut ist, aber im Sinne von Weisung, Kontrollieren, Management Cycle und, so das klassische Controlling. Und was wir hier mittlerweile haben, ist eine Störfallwirtschaft, wo ein bisschen die Kriterien gewechselt werden. Hier geht es eben auch darum, sich inzwischen zu fragen, so die Zwergenversion in der BWL würde dann lauten, Arbeitsklima oder Arbeitsatmosphäre. Also wie kann man das Klima in der Unternehmung verbessern? Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist hier ein bisschen anders gemeint. Ich sage gleich was dazu, auch was die Benchmarks da so treiben. Das ist nicht nur kollegiale Beziehung, sondern das gesamte Beziehungspanorama einer Person, das in der Firma zumindest mit berücksichtigt, also aus dem Augenwinkel mit betrachtet wird. Ja? Also Beispiel ganz banal, da hast du eine Mitarbeiterin, die pflegt gerade ihren kranken Vater. Dann ist der kranke Vater kein Teil der Organisation, natürlich nicht. Die Frage ist aber, wie geht die Firma damit um? Das meine ich. Ja? Das ist nicht mehr nur Arbeitsweise und Arbeitsorganisation. Das geht über die Unternehmensgrenze hinaus. Das ist hier mit Beziehung und Bindung gemeint. Flexibilität, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Fort- und Weiterbildung war in den letzten Jahrzehnten doch schon sehr stark orientiert an Branche, an Job Description, was ist eigentlich dein Job? Ja, und dann gibt dir natürlich die Firma auch die Möglichkeit, dich weiterzubilden. Das verlassen wir auch, ja. Also ist es legitim, dass sich jemand, der sagt, mich interessiert es eigentlich total mit der Komplexitätsbewältigung, ich würde gerne mal so einen Kurs besuchen, wie bewältigt man eigentlich Komplexität? Wir haben eine ganze Reihe von Tools, wie das geht, hat aber vielleicht mit deinem Job jetzt gar nicht unmittelbar was zu tun. Das ist die Frage, gestattet ein HR-Bereich das? Ja, also wollen wir das zulassen, wenn jemand sagt, ich habe ein intrinsisches Interesse daran, mich in dem Bildungssektor hier fortzubilden, gestattet das eine Firma oder nicht? Das sind Entscheidungen, die können Sie sich überlegen. Ja, da kann sich jede Firma überlegen, machen wir das oder nicht? Und das geht über den klassischen Frame hier hinaus. Das ist hier die Botschaft. Ja, und das Ganze nennt man, es gibt unterschiedliche Labels für die Geschichte. Wir nennen das hier gerne Unique Working Experience. Das ist Uwe. Heute geht es um Uwe. Ich finde solche albernen Abkürzungen immer ganz gut. Die Leute, die sich mit Mnemotechniken auskennen, so Gedächtnistools und so weiter, die wissen das. Je alberner und nerdiger so ein Label ist, desto besser kann man das behalten auch. Ja? Ganz lustig, unser Gehirn arbeitet eigentlich gerne ein bisschen verrückt. Also Uwe. Und das hat auch deswegen den Charme hier, diese Abkürzung, finde ich, weil das ein bisschen an USP erinnert. Und ich habe mit Thomas da schon so ein bisschen drüber gequatscht neulich. Im Grunde ist das so eine Art interner USP. Ja? Ihr kennt alle die Unique Sales Proposition, also ein Alleinstellungsmerkmal, das eine Firma in Marketing oder Vertrieb am Markt hat. Also wir haben hier vielleicht ein Feature oder eine Art und Weise, wie wir auf Kunden zugehen oder etwas an den Markt bringen oder den Markt gestalten. Das ist USP und das ist ja eigentlich ein USP nach innen. Ja, also wie gehen wir intern mit den Leuten rum? Also ein Alleinstellungsmerkmal im Sinne von, wir haben hier ein ganz eigenes Arbeitserleben, wie wir Beziehungen, Arbeitsbeziehungen am Arbeitsplatz erleben.
was sich dahinter operationalisiert verbirgt, haben wir das letzte Mal besprochen, da will ich jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Dazu gehört, dass man sich gesehen fühlt, dass man sich zugehörig fühlt, dass die Leute aufeinander bezogen sind, also auch Bewusstsein entwickeln, wo die Organisation steht und. Das ist jetzt heute mal nicht mein Thema. Ich möchte hier ein paar Tipps aus der Praxis teilen. Ja, so ist das ja auch gedacht heute. Und da würde ich erstmal gerne den Tipp geben, sich mit Gartner oder vielleicht mal die Seite von Gartner zu besuchen. Gartner ist ein amerikanisches Marktforschungsunternehmen. Die sitzen ursprünglich in den USA, aber es gibt hier eben auch deutsche Dependancen. Gartner.de oder Gartner.com, da findet ihr viele PDFs, Unterlagen. Auch dieses Wheel hier, dieses Steering Wheel im Sinne von, ja, die nennen das ein bisschen anders. Wir nennen das Unique Working Experience. Ich habe hier die Visualisierung mal übernommen, weil ich es eine sehr gute Idee finde, das Arbeitserleben einmal zu segmentieren. Ja, das haben die mit diesem Rad hier gemacht. Und dann wird es ein bisschen anschaulicher und eben auch operativ sinnvoller, darüber zu sprechen. Ich habe hier ein Feedback drin. Irgendjemand hat das Mikro an. Bitte stellt eure Mikros aus, sonst haben wir hier Feedbacks in der Leitung. Dankeschön. So, und was hat Gartner da gemacht? Ich gehe das mal ganz kursorisch durch. Ich glaube, dann erhält sich so ein bisschen, was das meint. Also Flexibilisierung ist immer gut. Flexibilisierung meint hier, gebt euren Mitarbeitern so viel Flexibilität wie möglich, dass die selber darüber entscheiden können, wann sie arbeiten, wie, in welchem Turnus, gerade bei Schichtarbeit. Es gibt hier großartige in der Organisationsentwicklung, großartige Musterbrecher, hier Allsafe Jungfalk, habe ich noch in Erinnerung. Die machen Fließbandarbeit, Schichtarbeit in autonomen Zeitmanagement. Das heißt, die Mitarbeiter definieren selbst, wann sie in welcher Schicht arbeiten, wenn jemand krank ist und so weiter, alles Selbstorganisation, das geht, ja. Lasst euch nicht einreden, dass das nicht funktioniert. Das geht natürlich in einem Krankenhaus und in einer Pflegeeinrichtung deutlich weniger als bei einem Wissensdienstleister, ist schon klar, ja. Bestimmte Branchen können das auch gar nicht leisten, aber die Grundidee ist hier, sehr stark in die Flexibilität zu gehen, was Angebote an die Mitarbeiter betrifft. Dann das Thema persönliches Wachstum. Es gibt viele, die machen Mindfulness-Kurse und Achtsamkeitstraining und Yoga am Mittag oder am Morgen, was auch immer. Was noch nicht so sehr in der Pipe ist, ist, wie wird das eigentlich angenommen und kann ich aktiv kommunikationspolitisch etwas dazu tun, dass die Leute dieses Angebot auch nutzen, nicht weil ich das als Firma unbedingt will, sondern weil ich tatsächlich auch will, dass sich die Leute auch vielleicht persönlich weiterentwickeln, was mir dann mittelbar als Firma vielleicht nutzt. Also biete nicht nur betriebliches Gesundheitsmanagement an, sondern wie sorgst du dafür, dass die Anwendungen überhaupt bekannt sind, dass die auch genutzt werden, dass die Leute zu den Kursen kommen. Das machen die ja nicht deswegen, weil es im Intranet steht. Ja, haben viele Firmen auch schon gemerkt. Also das ist nochmal eine neue Flanke, die da eröffnet wird. Sich darum kümmern, auch legitimieren, warum die Firma das überhaupt anbietet. Ja, warum finden wir das wichtig? Das ist Beziehung. Nach dem Motto, ihr seid hier keine Nummern. Im Intranet steht eine neue Seite. Es gibt jetzt hier Yogakurse, sondern den Leuten auch zu verklickern, warum wir als Firma so etwas anbieten, was vielleicht zu unserer Branche nur wirklich nicht gehört. Ja? Also die Leute an der Stelle abholen und ernst nehmen auch. Maßnahmen für kulturelles, soziales Engagement. Das geht so ein bisschen in die Purpose-Debatte, die bei uns, das ist mein Eindruck, ja mittlerweile abgestürzt ist zu einem Alternativbegriff für Leitbild. Ja? Viel mehr ist mein Gefühl, passiert ja gar nicht mehr. So ist es nicht gemeint. Ja, sinnorientierte Unternehmensführung bedeutet, dass ich als Unternehmen vielleicht auch gerne mal spende für krebskranke Kinder oder so, aber dass ich mein Engagement, wenn ich eines mache als Einrichtung oder Firma, den Mitarbeitern auch vermittle. Also können die erleben, was wir in unserem sozialen Engagement eigentlich helfend und unterstützend machen. Wie kann ich denen ein Erlebnis auch präsentieren? Ja. Ich habe ja schon des Öfteren das schöne Beispiel genannt, dass man Leute in einer Beschwerde-Hotline mal mit Kunden später reden lässt, damit die schildern, wie das Telefonat auch genutzt hat. Also kriege ich das, was ich in der Firma mache, irgendwie als Erlebnis zurückgespiegelt. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Hört sich vielleicht ein bisschen trist an, aber das zu organisieren ist gar nicht so simpel.
Dann helfen Sie Mitarbeiter, ihre familiären und sozialen Beziehungen zu stärken. Da habe ich gerade drauf angespielt. Wenn da im Hintergrund Baustellen sind, Kita-Streik oder was auch immer, wie geht man damit um? Nicht jetzt nur als Notlösung, sondern sich als Firma authentisch dafür zu interessieren, in welcher Lebenssituation Menschen sich befinden. Das ist hier gemeint. Auch das ist alles andere als banal. Alles das, was ich hier sage, ist im Grunde eine zweite kommunikationspolitische Agenda für Fach- und Führungskräfte. Ja? Natürlich führen wir mit bestimmten Stellhebeln und Merkmalen und so weiter. Aber das, worüber wir hier reden, ist eher die Frage, wie kriege ich das eigentlich kompetent und professionell vermittelt? Das ist nochmal, das ist nicht Social Skills. Das will ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. In der BWL haben wir bei unseren Hochschulen, ich bin ja auch an einer Hochschule, seit Jahr und Tag Social Skills. Das ist dann Moderationstechnik und Zeitmanagement und Selbstorganisation und was man da alles machen kann. Das oder Future Skills, ja, die heißen ja auch alle ganz toll. Was hier gemeint ist, ist Beziehungsgestaltung, wo du selber als Führungskraft ja ein zentraler Teil, nämlich genau 50% der Chose bist. Ja, also ich kommuniziere ja als Führungskraft jetzt gegebenenfalls mal zu meinen Mitarbeitern und natürlich auch umgekehrt, aber ich bin ja Teil von dem Ganzen und die Art und Weise, wie ich das in mein Team oder in meinen Bereich schiebe, hat jetzt nicht unbedingt was mit Moderationstechnik und Verhandlungstechnik zu tun. Das sind andere Bereiche, ja, die Beispiele erläutern das jetzt vielleicht auch nochmal deutlicher. Ich will hier auf zwei Kategorien ein bisschen näher eingehen. Das eine ist psychologische Sicherheit und das zweite gleich wird Führung sein. Ja? Was wird denn da so diskutiert, beziehungsweise was machen die Firmen? Psychologische Sicherheit ist ein Riesenforschungszweig gerade. Ja, die Amy Edmondson, eine amerikanische Ökonomin, hat da ein tolles Buch drüber geschrieben, was ich sehr empfehle. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, Fearless Organization. Ich glaube, das heißt die angstfreie Organisation oder sowas. Amy, achso, das kann ich mal gleich in den Chat schreiben. Wo ist der Chat? Das schreibe ich hier mal gleich rein. Es ist empfehlenswert, finde ich. Ein lesenswertes Buch. Amy Edmond, oh Gott, Edmondson. So, ich glaube, so wird sie geschrieben. Die angstfreie Organisation, da gibt es auch ein Kapitel, wo es stark um Operationalisierung geht. Das ist sehr interessant. Also was meint das? Das meint, dass sich zum Beispiel Führungskräfte oder jemand, der ein Gremium leitet oder so, verletzlich zeigt. Was heißt hier Verletzlichkeit? Verletzlichkeit heißt, das haben wir nicht geschafft oder da stand ich selber mal blank da oder da müssen wir nacharbeiten oder immer auch in Bezug auf mich selbst. Ja? Es gibt viele Studien dazu. Zum Beispiel, ich habe das hier sehr kursorisch verkürzt, weil ich nicht so viele Folien vollschreiben wollte. Ja? Es gibt zum Beispiel sehr valide Ergebnisse darüber, dass wenn du Diversity in deinem Unternehmen hast, also Männlein, Weiblein schön gemischt, dass diese Form von Verletzlichkeit bei Frauen, also wenn viele Frauen im Team sind, leichter an die Oberfläche kommt, auch mehr gelebt wird als in Männerkulturen, ist gut belegt. Oder Sie, ihr kennt alle die Big Five, ja, klassisches Psychogramm aus der Psychologie, dass Menschen mit einem guten Gespür für Selbstwirksamkeit, ja, die mit beiden Beinen selbstbewusst, also Stichwort Ego-Stärke, hier auf dem Boden stehen, dass die weniger Probleme dabei haben, sich verletzlich zu zeigen. Neurotizismus ist das Element hier, als andere. Ja? Also wenn du da sehr selbstbewusst unterwegs bist und Führungskräfte kennen das Thema, das setzt es natürlich voraus, ja, dass man das dann auch einsetzt. Aber es gibt offensichtlich Typen und Persönlichkeitsstrukturen, die damit leichter umgehen können als andere. Danke für den Hinweis hier. Genau, Demut. Ja, Demut, wir sind hier nicht in der Kirche. Es gibt so einen schönen Spruch, den finde ich immer ganz nett. Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern es bedeutet weniger an sich selbst zu denken. Das finde ich immer eine ganz gute Guideline. Ja, was heißt das? Demut zum Beispiel Verfügbarkeit. Das ist so ein kleiner Anker hier, Stichwort Open Door Policy und so weiter. Viele Führungskräfte, viele Fachkräfte legen ja viel Wert darauf, erreichbar zu sein. Einige sitzen sogar zwischen ihren Mitarbeitern. Ihr könnt mich immer ansprechen, damit man die Hürde zur Hierarchie schleift. Ja, das machen ja auch viele sehr intensiv. Es ist aber trotzdem mal interessant, sich mal auszurechnen, wie viel Nettozeit ich für meine Mitarbeiter eigentlich tatsächlich verfügbar bin. Und das meint ja nicht abschauen,
Verantwortung, sondern das meint, wie oft bin ich beim Kunden, wie oft bin ich auf Reisen. Das hat bei Corona vielleicht eine kleine Delle erhalten. Aber wenn man mal sich frank und frei mal ausrechnet, wie viel Zeit bin ich überhaupt als Verfügbarkeitszeit, ja? Wie viel Zeit in der Hinsicht kann ich meinen Mitarbeitern eigentlich anbieten, wenn die was von mir wollen würden? Dann sieht die Rechnung häufig schon ganz anders aus. Das ist ja kein Fehlverhalten oder ein Fehler der Führungskräfte, sondern das liegt eben an der Arbeitsorganisation. Dann ist immer die Frage, ja, Demut, ja, ich bin auch für meine Mitarbeiter da, also nicht nur an sich meine Termine denken, sondern auch, wenn ich Verfügbarkeit signalisiere, das dann auch zu bieten. Das ist nicht einfach. Also die Leute haben ja, sitzen ja nicht den ganzen Tag am Schreibtisch, ja. Fehler nicht wissen thematisieren, das ist nicht neu. Fehlertoleranz heißt nicht nur tolerant zu sein, wenn Fehler passieren, sondern Fehlertoleranz heißt, da sind viele amerikanische Unternehmen sehr vorbildhaft. Dieses ganze Thema, wer hat gesehen, was wir besser machen können, diesen produktiven Dissens richtig in die Organisation zu quetschen. Was, also so ein kleiner sportiver Wettbewerb, ja, ein Wettbewerb anzetteln im Sinne von, wer hat hier eigentlich Ideen, was man am Prozess noch verbessern kann, was man verändern kann. Klammer auf, wenn Sie diese Frage stellen und zwar glaubwürdig rüberbringen, rechnen Sie damit, dass auch Antworten kommen. Das ist das große Problem dabei, weil du musst ja dann, wenn Antworten kommen, auch reagieren. Du musst Prozesse umstellen, du musst Fehler verbessern. Da muss man auch immer organisieren, was machen wir denn dann, wenn Feedbacks kommen? Und nicht nur dreimal im Jahr gucken, können wir Prozesse verbessern und vorher ein Gremium schalten. Also das ist anspruchsvoll, ja? Ich will hier nicht so tun, als ob man nebenbei hier seine Kommunikationspolitik ein bisschen aufhübscht und dann funktioniert das schon. Das ist nicht so einfach. Wertschätzung, da wird dann oft, werden Marvel-Filme genannt. Avengers kennen Sie vielleicht, ja, oder kennt ihr vielleicht. Hulk und diese ganzen Fraggles da, die haben ja alle so bestimmte Stärken, ja. Einige können gut denken, andere können gut hauen. So, dann ist immer die Frage, du als Führungskraft, hast du eigentlich eine Peilung, und auch das finde ich anspruchsvoll, je größer dein Bereich ist, wo die Stärken jeder Person liegen? Und das hat jetzt nichts mit Job Description zu tun. Ja, es gibt da einen, der verkauft einen Eskimo auf dem Kühlschrank. Ja, das kann der einfach, der überzeugt Menschen. Oder es gibt jemanden, der hält solidarisch das Team zusammen, wie auch immer. Also so ein emotionaler Kit, total wichtig für den Bereichszusammenhalt und. Weiß ich das, und darum geht es hier, kann ich das auch artikulieren der Person gegenüber? Ja, wenn hier so blasige Buzzwords daher gelabert werden von ich werde gesehen oder ich fühle mich gesehen, was heißt das eigentlich? Ja, das. Ja, dass ich zum Beispiel Leute rechts und links neben mir habe, die genau sehen, das ist ein Kompetenzfeld, egal was mein Job ist. Und wird das auch artikuliert? Ja, also kriege ich dafür Feedback? Also sehen die Leute, dass ich in dem Feld stark bin? Und das muss man führen. Das fällt ja nicht durch die Kollegen automatisch vom Himmel. Kann sein, dass das ein, zwei Kollegen wissen, aber das ist eben in der Organisation in der Regel ja oben nicht verbreitet. Kontroversen triggern. Ja, das meint ja nicht, dass sich die Leute zoffen, sondern immer dieses Thema produktiver Dissens. Wir sind eine Konsenskultur in Deutschland. Das ist ein Riesenthema, weil wir hier eine Gesellschaft sind, die Zoff nicht mag. Ja, und hier ist auch nicht von Zoff die Rede zwischen Menschen, dass die sich streiten, sondern, wie ich es gerade gesagt habe, ja, so ein bisschen spielerischer Wettbewerb, was wir hier zusammen noch besser reißen könnten, als wir es bisher heute vielleicht tun. Und das kann man triggern, ja. Und da muss man sehr authentisch immer wieder nachfragen, Leute, ich will, dass ihr das auch tut. Ja, das ist hier keine Sonntagsansprache, sondern ich möchte das auch sehen. Ja, Beziehungen aufbauen. Ich gucke mal auf die Führungsthematik hier. Was kann man zur Führung sagen? Da gibt es erstmal zwei zentrale Felder, die da genannt werden. Das eine ist Berechenbarkeit und das zweite ist Durchblick, was Unternehmen, die da vorbildhaft sind, immer wieder nennen. Zwei ganz unterschiedliche Gesichtspunkte. Berechenbarkeit meint, dass diese Firmen empfehlen, wenn du etwas verändern willst, das betrifft nicht nur Change-Projekte, sondern unter der Pandemie, wer weiß, was im Herbst, Winter passiert in Sachen Energie, ja, wenn in der Firma was umgestellt werden muss. Immer vorher kommunizieren, sehr deutlich, was wir tun, wann wir das tun und was das für jeden Einzelnen hier bedeutet. Der Hintergrund ist, so wird das dann immer formuliert, finde ich ganz nett, den Zufall entmächtigen. Also mit anderen Worten, sorge dafür, dass Menschen wenig oder nicht überrascht werden. Ja?
Also wir werden ja von Ereignissen im Umfeld sowieso ständig überrascht, im Augenblick ohnehin. Das heißt, die Führungskraft ist Puffer dafür, diese Überraschung so zu filtern, dass du Handlungen oder Handlungsvorhaben kommunizierst, die den Zufall eliminieren. Ja, also du kommunizierst so, dass zwar alle geschockt sind von dem, was passiert, aber da steht dann eine Führungskraft und sagt, pass auf, wir machen das jetzt so und so. Deswegen machen wir das und das hat die und die Konsequenzen. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Durchblick bedeutet das Warum. Das ist was anderes. Ja? Auch da sagen die Musterbrecher dann immer Machtprinzip Sesamstraße, wie, weshalb, warum. Erkläre in einfachen Sätzen und Worten, warum jetzt die Hierarchie meint, dir das zumuten zu müssen. Warum ist das erforderlich? Ja, da sind ja häufig auch Einschnitte mit verbunden. Wie ernst werden die Leute da genommen? Und nicht nur im Zweiergespräch. Das geht doch über den Flurfunk sowieso rum. Ja, also Transparenz steht dahinter, aber eben auch dieses Thema Weitblick, Überblick, wir haben die Konsequenzen überdacht, ja, und das Thema Warum. Small Wins ist ein ganz altes Thema aus der Organisationsentwicklung. Auch da gibt es schöne Cases, haben wir jetzt heute keine Zeit zu. Finde ich sehr beeindruckend, wenn große Change-Projekte oder Umstellungen da sind, dass es Führungskräfte gibt, die sich die Mühe machen, solche Projekte wirklich in Kleinstsplitter zu zerteilen. Ja, und dann hast du da so ein Excel-Sheet und dann sagt die Führungskraft, arbeite das jetzt ab. Es ist viel Arbeit, da ist auch sehr viel Wende drin, ja, sehr ein großer Shift, hier wird viel verändert. Aber durch diese kleine Zersplitterung hast du da ganz viele Dinge, was weiß ich, eine Rundmail schreiben und die Leute informieren und die Software installieren oder was auch immer, wo du bei vielen Dingen eben auch sofort einen Haken hintermachen kannst. Das habe ich schon, das habe ich schon, das habe ich schon. Diese Haken, die sind wichtig. Ja, also die Zerkleinerung, das sind die Small Wins, so ist das gemeint. Ja, also bei großen Projekten das ganz klein zu zersplittern, damit du viele Splitter da drin hast, wo die Leute auch sagen, ach, das geht ja schnell, das kann ich morgen mal eben machen, damit das nicht Berge sind. Ja, das meint Small Wins. Das wird gerade wieder ausgegraben in unserer Krisenkaskade und viele Organisationen haben damit gute Erfahrungen gemacht, weil das so eine intrinsische Motivation ist aus dem Projekt heraus. Also du kannst ein paar Haken, ein paar grüne Haken schon setzen, auch wenn die Hürden insgesamt recht hoch sind. Ja? Banalitäten bewusst machen, das sind vielleicht gar keine Banalitäten, weil das habe ich schon geschafft. Du willst ja auch trotz des Berges abends nach Hause gehen, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ja? So Tage, dass man gerödelt hat wie blöd und hat das Gefühl, du hast überhaupt nichts geschafft. Und das durch so einen Trick raus, zumindest minimieren, sagen wir mal so. Ja? Das sind Tricks. Aber die sind für uns psychisch wertvoll. Die sind nicht nichts. Ja? Schlechte Nachrichten, ja, gut kommunizieren, das ist jetzt ein heikles Thema. Im Grunde geht es da aus meiner Sicht, wenn ich das hier in meinen eigenen Worten hier formulieren sollte, tue ich jetzt mal, um das alte Thema Selbsterfahrung. Da wird dann immer gesagt, Empathie üben, die Würde von Menschen respektieren, gerade bei schwierigen Gesprächen. Ja, wie geht das? Also ich habe andeutungsweise das gelernt in Selbsterfahrungsseminaren. Ja, das war bei mir Teil meiner Führungskräfteausbildung. Es ist aber nun mal so, dass nur ein Teil, ein kleiner Teil deutscher Führungskräfte Selbsterfahrung überhaupt irgendwann mal erfahren hat. Es gibt viele Führungskräfte, ich kenne eine ganze Reihe, die sagen, das würde ich nie machen. Ja, also klassische Führungskräfteausbildungen haben das auch nicht normalerweise integriert. Und da lernst du, wenn du zum Beispiel das erste Mal in deinem Leben Feedback bekommst auf deine Person, wie wirkst du und so. Ja, das ist gut, sowas mal durchlaufen zu haben, weil das nimmt, wenn dir Stichwort Remote Leadership, ja, wenn du plötzlich Leute von der Ferne führen musst, wenn du gar nicht mehr richtig Kontakt hast zu denen, dann ist sowas hilfreich, das mal durchlaufen zu haben, weil das Stress wegnimmt. Du weißt ungefähr, kannst ein bisschen kalibrieren, wie deine Wirkung sein wird und darauf einzahlen, das Gestalten. Das sind alles Erlebnisse und Erfahrungen, die kann man jetzt nicht in Toolkursen und in Social Skills Kursen an der Hochschule lernen. Deswegen ist das nicht so ganz einfach. Ja? Was heißt Empathie üben? Das heißt ja nicht, coole Augen zu machen und mit Babyface nickend dem Gegenüber verständnisvoll in die Pupille zu starren. Das heißt ja noch ein bisschen mehr. Ja? Und der Hinweis, der von diesen Experten immer kommt, das finde ich auch bedenkenswert, als ich das gelesen habe. Die sagen dann immer, ganz egal, um welche schwierige Situation es geht, bedenke immer, du als Führungskraft hast darüber schon mal nachgedacht. Ja, du hast die Situation schon mal so ein bisschen geeicht. Du weißt vielleicht, dass du jetzt in dem Bereich
auf Herrn sowieso wirst verzichten müssen, weil der entweder gehen muss oder wird versetzt oder was auch immer und hast schon mal überschlagen, was das bedeutet. In dem Gespräch sitzt dir jemand gegenüber, der die Information erstmal bekommt. Der hat das nicht für sich überschlagen, der hat das nicht kalibriert, der hat noch nicht darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich für mich im Arbeitsalltag, was bedeutet das für meinen persönlichen Hintergrund. Also dieses ganze Thema emotionale Überforderung, die da mitspielt, bei jedem von uns, weil dir ja tausend Gedanken durch den Kopf schießen, was bedeutet das, ja? Diese Zone mit einzukalkulieren, und das hängt dann eben sehr an der Situation und an der Person, ob ich erstmal schmalspurig unterwegs bin und am nächsten Tag das Gespräch weiterführe oder das ist auch Würde, ja? Oder vielleicht einfach zu fragen, sag mal, was hättest du denn lieber? Fällt mir gerade ein, das ist auch eine sehr gute Idee, man sollte Leute vielleicht mal fragen, fällt mir gerade ein, wo ich es hier sage, ja? Also Empathie üben, das hängt jetzt sehr in der Situation ab, aber das hat nicht nur was mit, es gibt ja zahllose Empfehlungs- und Ratgeber, wie du ein Kündigungsgespräch einigermaßen sozial kompetent führst. Ja? Das kann man nachlesen. Das sind Gesprächsführungsregeln. Ich meine hier was anderes. Wir sind bei Beziehung und Bindung. Ja? Wenn da jemand geht und du den gehen musst, gehen lassen musst, ist ja bei uns beim Thema Fachkräftemangel und Arbeitnehmermärkte doch eigentlich heute eine selbstverständliche Agenda, dass wir den so verabschieden wollen, dass der vielleicht in 5 Jahren, wenn es bei uns eine neue Ausschreibung gibt und der passt darauf, vielleicht wiederkommt. Ja, und dann ist ja die Frage, wie verabschiede ich die Leute und wie gehe ich in so einer Situation mit Menschen um? Das sind hier keine Peanuts. Ja, ich will ja nicht so tun, als ob das alles Pillepalle wäre. Ja, was kann man da für Instrumente nutzen bei diesen ganzen Zeugs? Talentanalytik, wenn Sie Talentmanagement in Ihrer Firma haben, dann haben Sie Segmentierungen und einzelne Sektoren von Talenten, die man sehr gut zur Operationalisierung des Arbeitserlebnisses nutzen kann. Werden Sie viel Honig draus saugen können, weil es eben auch viel Know-how über Personal gibt, über Personen in der Organisation. Sprache ist ein Riesenthema. Ein Beispiel hier, ich habe mir mal ein bisschen was rausgeschrieben, so eine Krankenhausstudie, fand ich total interessant. Krankenhäuser sind ja nun wirklich extremst prozessabhängig. Also wenn da Prozesse nicht funktionieren, dann wird es schwierig. Ja, da hängt ja eine ganze Menge dran. Und die arbeiten in einigen Häusern im Augenblick sehr intensiv daran, den Prozess, das ist so ein bisschen KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess und so, permanent zu verbessern im Sinne von sagt uns, was ihr seht. Und da geht es stark um Sprache. Die versuchen zum Beispiel den Begriff Fehler zu vermeiden. Die ersetzen Fehler durch Zwischenfall oder wenn sie irgendwie Fehler raussuchen, dann wird nicht über Untersuchung oder Fehleranalyse gesprochen, sondern wir machen gerade eine Studie und. Was ist der Hintergrund? Was sagen die da? Diese Leute sagen, wir wollen Menschen helfen, anders über ihre Arbeit nachzudenken. Warum tun die das? Wir haben, das ist ein Grund, warum wir uns in unserem Buch mit kollektiven Glaubenssätzen beschäftigt haben. Ja? Wir haben immer einen Bezugsrahmen in einer Gesellschaft oder in einer Kultur, den wir sozusagen über die Wirklichkeit stülpen. Und der Bezugsrahmen, den wir haben, ist eben Perfektion, Optimierung, Vollkommenheit, würde die Religion sagen. Ja? Das Problem bei diesem ganzen Thema ist, wenn wir uns verbessern wollen und über Fehlermanagement reden, dass im Begriff Fehler eine moralische Wertung drin ist. Da steckt im Grunde die Sünde, die Moralschelte mit drin. So, jetzt ist die Frage, wie kannst du in deiner Kommunikation zu deinen Leuten über Fehler reden, ohne ständig intern, sozusagen intrinsisch, ohne dass du das willst, mit rüberzureichen, dass es hier ja darum geht, dass hier irgendjemand eine suboptimale oder nicht ideale Arbeit abgeliefert hat. Und da fangen viele an, richtige Wordings, ja, Wortfelder für die Führungskräfte, denen richtig zu helfen. Wie kommuniziert man mit Wortfeldern, ohne hier moralisch denen einen mitzugeben, wenn Fehler austariert werden? Ja, das finde ich ein sehr interessantes, ein interessanter Sektor. Das geht über die klassische BWL weit hinaus. Ja, ich kenne kaum eine Firma, das machen die Amerikaner teilweise, so Language Learning in Bezug auf PR und Außendarstellung, das gibt es schon. Aber dass hier Sprache wirklich getuned und geeicht wird auf Stichwort Unique
Working Experience, also in Bezug auf das Arbeitserlebnis sozusagen realer machen, also für unseren Bezugsrahmen besser, passender. Wir wollen hier nicht Leute abwatschen. Wir wollen keine Moralschelte verteilen, wenn wir über Fehler reden. Das empfinden wir als unangemessen und versuchen daraufhin, unser eigenes Wording zu tunen. Das machen, wie gesagt, Gesundheitseinrichtungen, da habe ich es mitbekommen, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Also sozusagen die Bezugsrahmen angemessener machen für deine eigene Firma. Die ITler generell, ja, messen das, was Gartner da, das ist eigentlich die Kompetenz von Gartner Marktforschung, ja, die messen dieses Rad, habe ich euch da gerade gezeigt, innerhalb dieser ganzen segmentierten Felder eben sehr genau nach. Und das sollten wir auch tun, bitte. Wir wollen uns hier keine Pipi-Langstrumpf-Welt zurechtschneidern. Man kann messen, man kann auch Umfragen machen übrigens, das machen die Amerikaner intensiv, regelmäßige Abfragen, wie empfindet ihr Bindung, Beziehung und das dann operationalisieren und abfragen. Auch da musst du dann reagieren als Personalabteilung. Das Thema Vergütung ist ein Riesenthema, das kann ich hier auch nur streifen. Wir haben bei uns kulturbedingt immer noch hier diese Zertifikatennummer. Ja, du musst hier für jede Erbse, für jede Kleinigkeit, für jedes Detail, für jede Kompetenz in der Regel irgendein Testat vorlegen, ein Zeugnis, dass du das auch wirklich kannst. Das Zeugnis ist zwar oft nicht aussagefähig, aber es ist auch vollkommen wurscht. Ja, das ist beispielsweise im angloamerikanischen Kulturkreis völlig anders. Und dieses Thema Gesamtvergütung eben an Hierarchie, das ist ja das, was dahinter liegt, ja, an Hierarchie zu kalibrieren, empfinden viele Menschen, viele Mitarbeiter mittlerweile als, ich will nicht sagen unfair oder ungerecht, das ist ein bisschen zu hart formuliert, aber ist es angemessen? Also ist es angemessen, die Wertigkeit von Personen in, gerade wenn du soziale Arbeit machst, ja, die Wertigkeit von Personen an Testaten und Hierarchien zu bemessen? Das ist ein Thema, das wird uns viele Jahre hier begleiten. Wir haben auf der Vorderbühne natürlich Enthierarchisierung und Agilität und Scrum und sowas. Ja, ja, machen wir, ja. Aber wird sozusagen das ganze Anerkennungsfeld mit Blick auf die Mitarbeiter eigentlich schon entsprechend kalibriert? Also ist das nachjustiert worden? Also wird hier auch in diesen ganzen Vergütungssegmentierungen so ein Schematismus rausgenommen? Also geht es hier wirklich um Beziehung und Bindung auf den Einzelnen umgelegt? Oder sind wir hier noch sehr in alten Schemata? Ich glaube, das ist so, letzteres, ja, und das kann man auch nicht von heute auf morgen umstellen. Kleiner Schlenker, da haben die Führungskräfte ja auch noch was beizutragen. Ja? Das finden auch nicht alle rasend gut. Man muss ja immer sehen, wenn du Hierarchie rausnimmst, musst du deine Vergütung anders kalibrieren, was Unterschiedlichkeiten anbelangt. Aber es gehört dazu. Ja? Ist eine gute Bindung und eine gute Beziehung hat was damit zu tun, dass die Leute den Eindruck haben, es wird nicht nur auf Augenhöhe kommuniziert, sondern auch mein Lohn, die Gratifikation dessen, was ich hier bekomme für das, was ich leiste, da werde ich gesehen. Und das hat nichts mit Hierarchie zu tun. Ja, das ist eigentlich eher eine offene Frage als eine Antwort. So, und die Challenge hier für die HRler, das ist die Challenge. Also die Aufgabe unter anderem der Personaler ist es, das Mitarbeitererlebnis zu gestalten, wenn ihr daran arbeiten wollt, Bindung und Beziehung zu verbessern. Auf dass die Leute bleiben oder wenn sie gehen, später mal wiederkommen, weil so viele Menschen haben wir gerade nicht. Ja? Und diese Unique Working Experience, dieses Mitarbeitererlebnis, kann man erstmal messen, das sollte man bitte auch tun. Ja? Und dann geht es nicht darum, das stetig zu optimieren, das ist die KPI-Denke der BWLer, sondern menschlich zu vertiefen. Das sind diese Hinweise von praktischen Studien, von Benchmarks, von Musterunternehmen, die sich damit beschäftigt haben, bis hin zu Sprache, also ganz neue Themenfelder eigentlich. Ja? Über das systematische, kontinuierliche Nicht-Steuern des Beziehungsportfolios, sondern das Nachjustieren von Nähe, von Empathie. Und wie gesagt, ich persönlich kann dazu nur sagen, das funktioniert eigentlich nur, wenn man das selber am eigenen Leib mal erlebt. Ja? Dann lernt man Empathie. Das ist sehr schwierig als Tool zu vermitteln. Ich wüsste nicht, wie das geht. Und auf schlau heißt das dann ein humanwirtschaftliches Wertversprechen. Das ist dieser neue USP, über den da gerade heiß diskutiert wird. Und da orientiert man sich eben als Mitarbeiter nicht mehr an Arbeitskräften. Das war mein Eingangsstatement. Ja? Also denkt nicht an den Rahmen, an den Loyalitätsrahmen eures Unternehmens. Die bröckeln schneller, als wir gucken können. Wir haben in einer anderen Digital Breakfast Session schon mal darüber gesprochen, dass Unternehmensgrenzen fallen. Wenn ich eine Kernkompetenz habe in einem IT-Bereich,
dann ist es mir relativ egal, ob ich innerhalb meiner Branche bei A, B oder C arbeite, wenn ich gute Arbeitsbedingungen für mich und mein Team dort finde. Früher war das ganz anders. Ja, da sind die Leute, ich bin ja Automobilfrau, nach Mercedes gegangen und nicht nach BMW oder nach BMW und nicht nach Mercedes oder nach Audi oder du wählst dir die Marke aus und da willst du arbeiten. So ein bisschen wie bei Fußballvereinen. Ja, das ist heute aber nicht mehr so. Also diese Loyalitätsgrenzen brechen weg. Und dann ist die Frage, wie gehst du auf den Einzelnen bezogen mit deinen Bindungen und Beziehungen um? Lebenserfahrung der Person, ja, wie kannst du darauf Rücksicht nehmen? Der persönliche Radius von Menschen, die bei dir arbeiten. Und das erzeugt emotionale Resonanz beschert ihnen eben auch das, was die hier Unique Working Experience nennen. Wir gehen dann zwischenmenschlich anders in Resonanz. Und das ist eine Tiefe, das war mein Eingangsstatement hier, die wir mit unserem Social Skills Geduller, diesem rigiden Instrumentalismus, für den die BWL steht, nicht erfassen. Also bis heute eigentlich nur schwer erfassen. Sagen wir so, das ist ein relativ neues Feld. Ja? Die BWL rüstet da ja auch auf, so ist es ja nicht. So, und diesen Spruch hier habe ich nochmal hier reingeschrieben vom letzten Mal, auch nochmal so als Memo. Stichwort Abgrenzung zu diesem Instrumentalismus. Ja? Beziehungserlebnisse passieren. Die geschehen, wenn Menschen in Kontakt sind, wenn du eine gute Beziehung zu deinen Leuten hast. Die sind kein Instrument, das ist kein Steuerungstool. Ja? Du kannst nicht eine Beziehung so kalibrieren, dass du sagst, ich überlege mir jetzt mal, was eine gute Nähe, eiche meinen körperlichen Abstand, werde meinen Blickkontakt zu dem um 3 Sekunden erhöhen, mindestens 2 private Themen ansprechen und mindestens 1 Privatsache von mir erzählen. Ja? Das kann man auch machen und vielleicht ist das sogar als Einstieg gar nicht schlecht. Ja, ich bin ja ein großer Fan dieser Ami-Devise, fake it till you make it. Ja, das hilft sehr über den Anfang. Nichts dagegen, aber so ist es nicht gemeint. Das ist hier die Aussage. Ja. So, das war im Wesentlichen das, was ich heute so an Beispielen mal vermitteln wollte. Sonst schimmeln die Beispiele immer in den wissenschaftlichen Studien herum und keiner kriegt sie mit. Ja? Also Beziehungsmanagement ist ja aus meiner Sicht tatsächlich eine Nachfolge der Hierarchie. Die bange Frage ist eben nur, wie das funktioniert. Und wir sind als Steuerungs- oder Führungskräfte da persönlich eben mittendrin. Du bist als Person damit einbezogen und das macht es emotional. Die emotionalen Kosten drehen zumindest am Anfang, wenn du damit anfängst und es ist für dich ungewohnt, hoch. Ja? Und das ist auch eine Hürde, weil wir haben so viele Probleme hier sachlogischer Art auf dem Tisch. Da können wir sowas eigentlich nicht auch noch gebrauchen. Das ist so das ist der Anspruch hier. Ja? Es wird aber jetzt aus personalpolitischer Perspektive heraus kaum anders möglich sein, dass wir da unsere Kommunikation und Beziehungsebene vertiefen. So, das war mein Input. Und jetzt übergebe ich gerne ans Publikum für Nachfragen und. Und stoppe mal meine Freigabe hier, ja? Ja, genau. So. Ja, wunderbar. Du hast mich wieder echt gefordert. Ich habe ja wieder mitgeschrieben. ja, Fragen gerne hier auf der Tonspur oder gerne auch im Chat. Ich mach mal so den Eisbrecher. Das, was du gesagt hast mit diesem Mitarbeiter verabschieden, das habe ich in der Tat vor 7, 8 Jahren schon mal mitbekommen vom großen amerikanischen Konzern. Ich sage jetzt nicht den Namen. Die haben das tatsächlich gemacht, so wie du es gesagt hast. Ja, die haben das war wirklich, ist zelebriert worden, haben dann, also ich sage jetzt mal einfach, Mensch, Thomas Barsch, du hast eine neue Herausforderung, die passt besser für dich jetzt gerade, mach mal Lebenserfahrung, aber bei uns steht immer eine Tür für dich offen, ja, also ja. Geh mal durch die Welt und guck mal, was du lernen kannst, du kannst jederzeit gerne zurückkommen. Und das fand ich damals schon absolut großartig, ja, weil ich kenne auch andere Beispiele, ja, wo man sagt, in den Laden gehe ich nie mehr zurück. Ja, genau. Ja, in den Laden gehe ich nie mehr und damit verbaut man sich ja was und es ist ja dann auch verbrannte Erde, die weitergetragen wird. Ja, also ich kenne ein paar Unternehmen da in der Region, da kannst du nicht hin, da kannst du nicht arbeiten. Ja, das heißt, die müssen dann Leute aus anderen Bundesländern holen oder so, ja, weil wirklich im Umfeld alles verbrannt ist. Ja, und
Das wird halt immer schlimmer, ja. Und je mehr man verbrennt, ja, desto weniger Chancen hat man, ja. Also, ja, und ich denke auch so ein Satz einfach, wie du den jetzt zitierst, ja, das muss noch nie mal hochgesprungen sein, aber wenn du da gehst und hast ein Verabschiedungsgespräch, ist ja auch immer eigentlich ein bisschen eine unangenehme Situation für beide Seiten. Und dann nochmal so einen Gruß hinterhergeworfen zu bekommen, du bist ja immer gern gesehen, wir haben gerne mit dir gearbeitet, auch deine Kollegen berichten Positives über dich und so. Also das ist ein ganz anderes Rausgehen, ja, und das behält man auch. Ja, vieles sind Kleinigkeiten. Aber also ich kann dazu nur sagen, solche Sätze in meiner Führungskräfteausbildung, Selbsterfahrung hin oder her, in der Tiefe hat mir das keiner vermittelt. Das sind Dinge, die erzählen dann andere, so wie du, ja, Kleinigkeiten teilweise. Aber ich glaube, wenn wir an der Stelle nicht anfangen zu arbeiten, gehen uns irgendwann mal die Menschen aus. Das wird ja nicht besser in 10 Jahren. Alles deutet nicht darauf hin, dass wir viel mehr Menschen kriegen. Oder wir kriegen mal eine Green Card ganz anderen Ausmaß. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht. Eine Ergänzung. Ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du das gesagt hast, warum muss so ein Abschiedsgespräch irgendwie so negativ oder so, warum muss es unangenehm sein? Also ich denke, das sollte es auch Aufgabe der Führungskraft sein, das zu nehmen. Ja, ja. Sondern einfach sofort die ganze Umgebung, also ich kenne das auch, da kommt dann der und ist gekündigt worden oder hat gekündigt und kommt dann rein wie ein Duckmäuser. Warum? Ja. Warum kann die Person, die dann das Gespräch führt, warum kann sie keine Atmosphäre schaffen, dass bei dem anderen auf einmal auch der Druck quasi weg ist, ja? Also das will ich einfach noch nachschieben, ja? Ja, aber ich finde das, also möchte ich auch noch mal kurz sagen, ich finde das auch menschlich sehr nachvollziehbar. Also guck dir einfach an, wie auch heutige Ökonomen ausgebildet werden. Das sind Ökonomen. Der liebste Kumpel des BWLers ist ein Taschenrechner. Ja? Wir sind gut darin, Prozesse, Funnels, Rezepte, irgendwelche Mechanismen, dahin zu Modelle, ja. Alleine, wenn man sich nur den Bereich der Beratung ansieht, da sieht man das ja am deutlichsten. Tools, 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 das können wir gut, ja. Aber dass du als Person selber involviert bist in so einen Prozess, also da Druck rauszunehmen, heißt, dass du dich emotional engagierst. Ja, du investierst emotionale Energie. Und da muss ich ja auch immer sagen, das soll kein in Schutz nehmen sein oder so, aber wenn du solche Gespräche vielleicht 5 oder 10 führen musst und noch anderen Stress hast, dann, wir sind keine Götter. Ja, dass die Leute da versuchen, ihr emotionales Investment runterzufahren, das kann ich erstmal auf der menschlichen Ebene gut verstehen. Die Frage ist, wie kriegen wir da Professionalität rein? Dass das für dich auch nicht mehr so anstrengend ist irgendwann, ja? Dass das selbstverständlich mit zur Kommunikationspolitik gehört. Und da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns, habe ich den Eindruck. Ja, also kommen wir auch wieder deine Glaubenssätze. Reisende soll man nicht aufhalten, gibt ja so einen Spruch. Ja. Und wenn du jetzt sagst, BWL, warum soll ich jetzt noch eine Stunde in das Gespräch investieren? Ja, der geht ja, der wird ja jetzt nichts mehr zur Wertschöpfung beitragen. Ja, und auch wo du das sagst, ich kenne jemanden, der mir das erzählt hat. Ja, das Abschlussgespräch in der Kündigung war dann ja, Frau Sowieso, Sie gehen ja jetzt, aber wir sagen ja immer, Reisende soll man nicht aufhalten, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, also in den Laden kommst du nie wieder. Also welche Sätze dann auch kommen, ja, interessant. Ja. Also das ist schon mein Lieblingsthema, wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Also ich finde, dass die zwischenmenschliche Begegnung, also die Beziehung unter Menschen, eigentlich das höchste Wachstumspotenzial hat. Und ich, also das ist mein Thema ist schon, denn dass ich sage, ich brauche einen Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung. Und zwar, dass ich nicht die Materialwirtschaft oder die Produktion in den Vordergrund stelle, sondern die persönliche Entwicklung meiner Mitarbeiter. Und ich kann anstatt die Mitarbeiter in externe Schulungsmaßnahmen mit theoretischem Wissen zu belehren, dann kommen sie wieder in die Firma und dann funktioniert es ja wieder nicht so, weil ja da die Strukturen wieder sind, wie sie schon waren. Und mein Konzept ist ja, dass ich sage, ich nutze
die firmeninterne Prozesse, um gewisse Schulungsmaßnahmen an den Persönlichkeiten umzusetzen. Und auch jetzt gerade, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber zum Beispiel so Yoga, es wäre doch eine Möglichkeit, wenn ich das innerhalb eines Unternehmens anbiete. Jeder macht ja Yoga aus einem bestimmten Hintergrund, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in so das Yoga als Thema nutze, dass ich sage, wer möchte, mit welchen Stressfaktoren oder aus welchem Grund macht er das Yoga, dann komme ich ja automatisch in ein Thema rein, wo ich dann erlebe, dass jeder beim Yoga vielleicht einen anderen Hintergrund hat. Und so wird das Yoga im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung im Unternehmen ein Bestandteil der Fortbildung meiner Mitarbeiter. Ne? Also das ist sicherlich nicht ganz einfach umzusetzen, aber es gibt zum Beispiel in der Mediation gibt's Verfahren, die relativ einfach schnell Konflikte zumindest abfedern können. Und wenn wir dieses Tool noch dazu nehmen, dann kann man in jeder Abteilung, muss man nicht warten, bis es eskaliert, sondern ich kann eine Mediation nehmen, um verborgene oder schwache Konflikte zwischen den Mitarbeitern nach außen zu tragen und in dieser Abwicklung auch diese Beziehungsebene, Wertschätzung, Akzeptanz, persönliche Stärke, persönliche Schwäche, das kann dann alles ein bisschen so an die Oberfläche kommen. Ja, also das ist wahrscheinlich eine wirklich gute Herangehensweise, weil wenn es crasht so ein bisschen bei Konflikten, wenn wir jetzt so ein Beispiel mal nehmen mit Mindfulness oder Yoga-Kursen oder so, was ich auch ganz banal eigentlich schön finde, wenn das Führungskräfte sich trauen oder mal machen, nach dem Motto, ich bin damit angefangen und möchte jetzt im Jourfix hier mal nur 5 Minuten, ihr könnt ja gerne Kaffee trinken gehen, aber mal erzählen, warum mir das geholfen hat, aber warum ich das gut finde. Genau, also so Leute anzünden, ja, so nach dem Motto, ich rede nur von mir, vielleicht findet ihr das ja alles grottendoof, aber das war interessant, das war interessant. Ich kann nur empfehlen, probiert es mal aus, ihr könnt es ja sofort wieder lassen. Aber ein Versuch scheint es mir wert zu sein. Wenn du das 2-3 Mal machst, dann kriegt man auch Leute. Ja? Ja, und das ist ein persönliches Investment. Da muss ich mich aber da hinsetzen und sagen, Leute, ich mache jetzt Yoga, ich will mal kurz erzählen. Und du machst dich offen. Ja? Du gehst in Beziehung rein und das will auch nicht jeder. Ja. Ja, ich gut. Muss noch mal ganz kurz, hier kam ja so ein, dass ich das nicht übersehe. Hast du gesehen, 10 März, ich weiß nicht, was 10 genau. März. Ja, genau, also zu der Frage hier. Also das interpretiere ich jetzt mal als ironische Frage. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute eine Führungskraft hier gut betreuen kann. Wenn eine Führungskraft coacht, ja, das wird ja oft gesagt, wir als Führungskräfte sollen wir die Mitarbeiter coachen. Ich würde das jetzt mal sehr in Abrede stellen, ob das immer so als professionelles Coaching gemeint ist, ohne dass ich die Führungskräfte jetzt da kritisieren will. Das meine ich gar nicht, ja. Für mich hat das aber sehr viel zu tun mit Aufmerksamkeit, mit Bewusstsein für die Mitarbeiter, mit aktiver Ansprache auch eventuell mal, wenn nicht was passiert. Also aktiv coachen von Mitarbeitern, das ist ja kein professioneller Coach, der den ganzen Tag seine Mitarbeiter coacht. Ich hoffe mal, die Frage ist ironisch gemeint. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube nicht viele. Wenn du das wirklich aktiv tust, und hast da 3 viele Baustellen bei Mitarbeitern, dann bist du ganz schnell dicht, weil die Führungskräfte haben ja noch ein ganz anderes Leistungsportfolio da im Hintergrund. Ja? Jetzt kommt hier eine Frage, wie sensibilisiere ich Führungskräfte für das Beziehungsthema, wenn bisher alle auf Produktivität? Ja, das ist wahrscheinlich die Frage, die alle umtreibt. Ja? Das ist genau die Frage, auf die ich auch keine gute Antwort habe. Ich finde immer, also ich gehe jetzt mal von mir aus, zeigen. Also wenn ich selber irgendwas erlebe, was mich überzeugt, dann geht das relativ schnell. Und dann ist die Frage, ob man jetzt, ich unterstelle jetzt mal irgendwas, ja, du arbeitest in der Personalabteilung oder HR oder so, dass man von hinten durch die Brust ins Auge das organisiert. Das muss ja nicht die Führungskraft sein, die da selber sich outet und mal irgendwas Neues versucht, sondern dass man vielleicht 1 oder 2 oder 3 Leute, mit denen man guten Kontakt hat, mal brieft, etwas zu sagen im Jourfix oder mal vorzustellen, Narration, also was wir gerade gesagt haben, Storytelling. Ich möchte mal kurz sagen, wie mir das und das geholfen hat oder das und das finde ich gut oder was ihr da auch immer so im Hintergrund habt. Das muss man dann anfangen zu organisieren.
Also es gibt gerade, das ist ein ganz anderes Thema, viele tolle KI-Tools, wo wir die Richtung von Führung, mit deren Hilfe wir die Richtung von Führen umdrehen können. Da führen durch KI-Feedbacks die Mitarbeiter die Führungskräfte. Ja? Und das müssten die Personalabteilung oder könnten sie, sagen wir mal so, das könnten die Personalabteilung öfter tun. Das muss man herbei organisieren, dass man die Führungskräfte mit überzeugenden, ach guck mal, das funktioniert ja ganz gut, mit überzeugenden kleinen Cases und so Triggern so ein bisschen in die Zange nimmt, dass die irgendwann selber auf die Idee kommen, ach, das könnte ich ja auch mal machen, wenn die das nicht wollen. Ich glaube, anders geht das nicht. Du kannst die Führungskräfte ja nicht zwingen. Wenn die nicht wollen, ja, dann muss man das irgendwie lateral aus der Seite herbei organisieren. Anders wüsste ich nicht, wie man da weiterkommt. Gerade wenn das ältere Führungskräfte sind und die wollen sich gar nicht bewegen, gibt es da eine ganze Menge von. Ja. Oder sie habe Angst, dass überflüssig werde. Ne? Ja. Also Thomas, da kann ich auch noch den Hinweis geben. Es gibt aus der Hirnforschung sehr gute Informationen, dass also die Beziehungsebene dazu dient, alte, sagen wir mal, Defizite in der Persönlichkeit, in der Entscheidungsstruktur aufzuarbeiten. Also das finde ich, ist eine sehr hohe Motivation. Also ich nehme jetzt als Beispiel zum Beispiel so Alkohol-Selbsthilfegruppe, Alkoholabhängiger. Ne? Das sind lauter Leute, die das Problem haben und in der Gruppe dann das Problem lösen. Also das heißt, ein Alkoholiker wird, wenn er allein im Zimmer sitzt, viel schwieriger von seinem Defizit wegkommen, wenn er mit anderen Menschen zusammen ist, die ihm auch ihre Problematik schildern. Und deshalb finde ich das auch wichtig, dass man auch in einem Team eine offene Kommunikation hat und die Chance sieht, wenn mir jemand anders seine Defizite oder seine Probleme schildert, dann habe ich unter Umständen auch die Möglichkeit, für mich eine Lösung daraus zu generieren. Ja, genau, Offenheit im Team über solche Dinge überhaupt zu sprechen und so. Ja, das ist, ich finde, das ist, wir haben so breite und heterogene Unternehmen bei uns in Deutschland. Das kann man ja gar nicht sagen, wo wir da gerade stehen. Wir stehen eigentlich auf jeder Stufe. Aber es gibt eben viele harte Unternehmenskulturen, für die das völlig neue Themen sind. Und wie hier gerade auch die Frage kam, was mache ich denn mit Führungskräften, die daran gar nicht denken? Also ich denke mal an unsere Curricula in der Hochschule. Da ist jetzt Beziehungstiefe kein Riesenthema. Das ist einfach noch nicht das Riesenthema. Und wir als Erwachsene diskutieren uns hier jetzt eine Stunde lang ein zurecht über Beziehungsmanagement. Und sogar die, die nachkommen, sind für das Thema nicht hinreichend sensibilisiert. Und da sieht man, wie lang uns das begleiten wird, wenn wir da vorankommen wollen. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, das ist aber schon ein bisschen, das geht ja schon in unserer Bildungsstruktur los, ne? Es wird, geht ja lediglich um Wissenvermittlung und um Daten, Zahlen, Fakten. Aber dass man jetzt vielleicht in einer frühen Phase schon unter Jugendliche oder unter noch früher ein bisschen Kinder lernt, Konflikte auszutragen und weg von dem Sachlichen, sondern eher auf die Beziehungsebene, ne? Ja, richtig. Es gibt auch tolle Schulen, Reformprojekte, die da sehr vorbildhaft sind. In Berlin gibt es eine Reihe, muss man auch mal sagen. Aber wie viel sind das? Ja. Wie viel sind das? Okay. Also ich weiß ja, wie es euch ging. Mich hat es heute wieder sehr inspiriert. Ich sage es einfach mal so, was mir gerade im Kopf rumschwirrt. Ich habe da irgendwie schon so eine Art Buchtitel Unternehmen neu denken. Ja, also Ja, ich ja. glaube, es gibt da sehr, sehr viele Baustellen, mal mehr, mal weniger. Ja, Felix hat es gerade angesprochen, Friederike auch, das Thema Bildungssystem, Studium. Ich habe eine Begegnung gehabt mit einem ganz jungen Brain, sage ich jetzt mal. Der hat sein Studium nach 1,5 Monaten geschmissen, weil er gesagt hat, er lernt in seinem Startup mehr. Ja, genau. Also er lernt da mehr, er ist weiter als jetzt die im 6. Semester nach einem Jahr Startup KI und so weiter, Data Science, ja. Er lernt von seinen Kollegen und von den Projekten, die er da. Also ich denke, wir müssen uns da in vielerlei Hinsicht Gedanken machen, ja. Wie sieht so ein erfolgreiches Unternehmen der Zukunft aus, ja?
Ja, und wie kann ich Leute auch auf solche Tiefen dann anders vorbereiten? Im Grunde sind, das ist jetzt auch kein Hochschulbashing, bitte, so ist das ja gar nicht gemeint, aber die Curricula, wir werden ja auch zertifiziert, wir müssen durch den Wissenschaftsrat, ja, Absolut, da ja. stehen ja Bürokratien ohne Ende hinter. Wir sind viel zu langsam mit der Curricula-Angleichung an das, was da draußen passiert. Ja. Das war schon immer so. Es hat ja immer schon 10 Jahre gedauert, bis die Hochschulen nachziehen. Die Frage ist, ob wir uns diesen ganzen Krempel noch leisten können an Verwaltungsprozessen, der da hinten steht. Das ist doch verrückt, ja? Wir diskutieren Absolut. hier über Thesen, wo wir sagen, die Jungen, die gerade damit ausgebildet werden, haben das Thema gar nicht. Das ist doch absurd. Also Ja? das ist, das finde ich auch, und vor allen Dingen, man muss halt eins sehen, die Geschwindigkeit außerhalb hat sich halt extrem, ja, extrem Ach ja. beschleunigt, ja. Ja, Also genau. ich habe immer so ein Beispiel, als ich mein erstes Abendstudium gemacht habe, da war so Strategie 8 bis 10 Jahre, ja. So, Ja. das habe ich damals durch Zufall. Habe ich gedacht, oh, das ist eine gute Gedankenstütze. Das war damals Daimler und so weiter. Das war damals der Produktlebenszyklus von einem Auto. 8 bis 10 Jahre lief der Golf 1 und so weiter und dann kam der nächste. So. Und wenn man das jetzt heute anschaut, ja, da sprechen wir beim Auto über 2 bis 4 Jahre. Ja, also sprich, 4 Jahre ist quasi die Serie. Nach 2 Jahren gibt es aber schon ein Facelift, ein Refresh. Ja? Also, Strategie hat sich jetzt mal kurzerhand mehr als halbiert. Ja? Also, Richtig. und da muss man halt auch Rechnung tragen. Wie gehe ich damit um? Da haben wir übrigens, sind da gerade dabei, im November haben wir da auch, glaube ich, ein ganz, ganz klassisches Breakfast. Also, ich kann es jetzt nur so umreißen. Da geht es darum, rasch strategische Entscheidungen zu treffen. Ja. Also seine These ist so, dass die Unternehmen nur noch erfolgreich sind, wenn sie sehr, sehr schnell, also fundiert strategische Entscheidungen treffen und dann auch umsetzen. Ja. Also das würde auch quasi zu dem Titel passen. Ja, ein paar haben sich schon verabschiedet. Ihr wisst ja, wir zeichnen auf, trotz den technischen Probleme. Seht uns nach. Ihr bekommt ja, oder viele bekommen ja schon den Newsletter. Ich kann den auch noch mal reinstellen, kurz. Oder habe ich es schon? Kommt der? Nee, kann ich noch mal machen. Meldet euch an, dann kriegt ihr auch die anderen Informationen. Also was ist jetzt mit Podcast und was wir alles so machen. Dann seid ihr immer up to date. Vor allen Dingen auch, wir haben ja so ein bisschen die Situation gerade bei Xing, dass die ihre Kanäle im Bereich Event-Gruppen abschalten. Ja, deswegen, wenn ihr mit uns im Kontakt bleiben wollt, der direkte Weg wäre über unseren Newsletter, dann könnt ihr euch anmelden. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich darf mich recht herzlich Danke, Olli. begrüßen und würde jetzt den offiziellen Teil beenden. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.